Herzlich willkommen zur 125. Folge Faktor She-Log mit dem Felix. Oh, die Bauschlange ist immer nicht durchgelaufen. So, das war der Grund, warum du auch ganz spontan einmal auf Klo musstest. Ja. Definitiv. Ah, Felix legt schon Leim hier rüber. Nein, sowas würde ich niemals tun. Er hat die Hoffnung, dass wir jetzt irgendwann in den nächsten 30 Folgen unter Umständen mal das andere Rezept erforschen. Oder? Nö. Gibt auch noch ein paar andere Rezepte, die man mit Leim machen darf. Hm? Okay. Sogar irgendwo. Es ist Propen, Methanol. Okay. Schlecht. Was wolltest du da? Ist das Carbonmonoxid oder Carbondioxid? Dioxid. Aber du kannst aus Dioxid Monoxid machen. Indem du Hydrogen, also das Weiße, dazu packst, bekommst du Purified Water und Carbon Monoxid raus. Nee, wollen wir nicht. Da haben wir nämlich viel zu viel von. Von Monoxid. Okay. Aber ich suche gerade die Anlage, wo wir das Dioxid eigentlich brauchten. Keine Ahnung, aber ich habe keinen Bock, die zu suchen, bis ich sie gefunden habe. Ist eh Ostern, von daher wollte ich es lieber. Ich finde es auch nicht. Okay. Was denn? Unser Kupfer ist der. Da musst du mal die Verarbeitung ein bisschen höher schrauben. Beziehungsweise da mehr Standcasting-Dinger hinpacken. Weil bis dahin ist alles voll. Wir haben 6900 Kupfererz vorne drin, also es ist auch am Steigen und das nicht nur ein bisschen. Ja, Strandcaster haben wir nur die Einser, ne? Ja. Das ist ja doof.
ist ja richtig doof. Light Source. Na komm, noch ein. Okay. Ich glaube, das war falsch. Die da. Grüne Chipse. Oh, die grünen Chips, die fressen wir unser ganzes Kupfer weg, ne? Ist potenziell möglich, ja. Wir brauchen mehr von diesen Basic Electronic Komponenten. Und Kupfer. Was Hey, hier das schon ist mal ein fest. neues Problem, warum ich was nicht craften kann. Warum? Eisenplatten. Okay. Haben wir noch irgendwo Strandcaster liegen? Wir brauchen unbedingt mehr Kupfer. Haben wir, glaube ich, keine mehr, nein. Ich suche gerade meine Kiste mit meinen Maschinen. Ich hatte hier irgendwo hier oben eine Kiste mit Maschinen gestellt. Da waren Erzverarbeiter in Massen, glaube ich, drin, aber ich glaube keine Strandcaster. Mist. Kannst du zufällig zwei bauen?
kann 6 bauen. Brauchst du die Groundwater Bores auch? Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann sollten wir theoretisch da unten jetzt ja mal ein kleines bisschen mehr Kupfer verbraten, wa? Vorteile zumindest, ja. Aber es sieht aktuell noch nicht danach aus. Ne? Nee, weil jetzt ist das Bottleneck irgendwo anders. Aber bei den Crushern vorne. Oder den Prozessor-Dingern da. Kannst davon noch zwei Und bauen? Echt jetzt? es ändert zwar gar nichts, aber okay. Was? Ja, weil wir dann einen zweiten Blast für uns theoretisch gesehen auch fast setzen dürfen. Ja, ich glaube, Blastfurnace könnten wir jetzt ja sogar Dreier bauen. Hast du eine Kiste? Und die Ohrprozession, die ich jetzt im Metall gedrückt habe, setzen. Ja, sofort. So, und Blastfurnace 3. Das ist Induction. Ach, das sind Casting-Maschinen. Wo waren die Blastfurnacen? Da. Hast du Concrete Bricks?
Lauf die 3 Meter einfach nach unten. Ja, ich muss erstmal ganz kurz ein paar Ärzte loswerden hier. Das Band ist aber echt gut gefüllt hier. Ich habe ja auch dafür gesorgt, dass jetzt jedes Erz kommt. Erstmal zumindest. So, was wollte ich jetzt brauchen? Blasfinatze. Was fehlt mir dann noch? Aluminium, Blasfinatze 2. Erstmal Aluminium suchen. Erweiterte Schaltkreise. Fehlt ja basically alles dann. Ja, theoretisch fehlt mir jetzt nur so ein Blast von AC2. Dafür fehlen mir elektronische Schaltkreise. Oh, wir haben Glück gehabt. Silber kann man wenigstens benutzen. Solarpanel 2, Portable. Solarpanel, Large Solarpanel, noch ein Solarpanel und dann irgendein Schwefelrezept. Also an dem Blasfinder zu scheitert es nicht. Hast du Brass im Inventar? Brass? Für was brauchst du Brass? Die also. Rohre. Jetzt kannst du mal gucken, ob du craften kannst. Was? Das Ding. Ich habe dir gerade Brass gegeben für die Rohre. Ja, wenn es das. Sich am Blasfurnace scheitert. Nicht. Weil es ist das Einzige, was du nicht aufgezählt hast von den Sachen, die du geholt hast. Du hast erweiterte Schaltkreise geholt, du hast Aluminium gesagt, du hast es geholt und du hast Concrete Bricks geholt. Das Einzige, was du nicht aufgezählt hast, ist Brass. Deswegen sind die Brassrohre. Nee, das Ding steht ja da schon. Alter, scheitert das jetzt tatsächlich an Greifarmkapazität hier oder was? Wirklich, ja. Du darfst dann aber hinten die Induction Furnace auch noch upgraden, ne? Induction Furnace. Casting Machine, Induction Finances. Ja, kann ich meinen Brass gerne mal wieder haben? Ach, du hast es zurückgesteckt. Nein, ich habe dir das. Du hast gefragt, ob ich Brass hatte. Und ja, ich habe Brass und habe dir das natürlich gegeben, weil ich dachte, dass du Brass brauchtest. Nee, ich habe gedacht, dir fehlt noch was. Oh, ich glaube, dann kann man auch gleich hier dann zeitgleich mal die Dings hier ausbauen. So, Induction, ne, das ist der Blast Furnace, nein, Casting Machine, Induction Furnace. Na gut, einen großartigen Unterschied macht das nicht wirklich. Doch, macht es leider, weil das Verhältnis jetzt da nicht mehr gestimmt hätte. Okay. Macht nur einen Unterschied, wenn Bronze nicht voll wäre, aber Bronze ist halt. So, jetzt weißt du, was jetzt fehlt? Normalerweise hätte ich auf Glas getippt, aber. Da ich es nicht weiß, tippe ich auch nicht. Nee, es fehlt an Kupfererz. Kannst ja deine Copper Waste Byproducts aufarbeiten. Ja, es wird wahrscheinlich darauf dann jetzt hinauslaufen, so langsam. So, aber Alter, wir verbraten da aber auch Kupfer, das ist der Wahnsinn jetzt gerade im Moment, ne?
so muss das. Ja, definitiv. Ich habe doch jetzt gerade irgendwas aufgesammelt. Aber das war anscheinend nicht wichtig. So, was habe ich denn sonst noch hier? Ich habe hier noch Zinn. Eieiei. Da ist der Zinn. Was habe ich denn sonst noch hier? Titanium. Lieber dieses eine Fließband, was ganz außen rum, einer von ganz rechts nach ganz links von der Anlage läuft, um da hinten halt die Laborsachen für die eine Flasche drauf zu packen. Ja. Das muss so. Was sagst du? Ja. Aber diese Flaschen sind da aber auch arschteuer, was Kupfer angeht. Welche? Alle oder was? Nee, die blauen, die brauchen ja alleine für das eine Teil 12 Kupferplatten. Und das andere braucht ja auch 13, also braucht die alleine 25 Kupferdinger, so. Plus ein paar Kabel und was weiß ich, halt die Schaltkreise. Das heißt, alleine eine Flasche braucht 30 Kupferplatten oder so. Also unsere Strandcaster reichen nicht aus, ne? Man kann nicht alles haben, sage ich dann immer. Ja, aber ja, wie gesagt, jetzt das muss jetzt so gehen. Oh, jetzt staut es sich bei Zinn oder was? Ja. Sitze ich ja gerade über die Karten greife, aber das bringt glaube ich nicht so viel. So, staut sich jetzt noch irgendwo? Aber Kupfer halt gleich, wenn das so weiterläuft. Wo ist das Problem hier? Okay, das Problem können wir umgehen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach man, wo ist denn das jetzt? Da bist du. Na komm, gib her. Brauchen wir aber erstmal nicht den Dreifahren. So, läuft jetzt alles hier vernünftig durch hier? Sieht so aus, ne? Erstmal ja. Außer dass halt insgesamt zu viel auf dem Fließband drauf ist. Und wir eigentlich ein schnelleres bräuchten, zumindest übergangsweise bis Eisen halt runter ist.
weil die blaue Maschine halt ganz unten nicht mehr konsequent dauerhaft ausladen kann. Dann sollten wir vielleicht einfach mal überlegen, ob wir die Ausladung mal umbauen. Indem wir sagen, wir packen die Ausladung zum Beispiel so hin. Kein Unterschied, das ist, glaube ich, vollkommen Pumpe. So. Dann sollte die Maschine zumindest Vollgas durchlaufen können. Bis das Fließband, was halt da rüber laufen lässt, voll ist. Und das wird auch relativ schnell, glaube ich, passieren. Du mal bevorzugter Eingang nach da. Ich möchte mal wissen, wie sich das, inwieweit sich das hier staut. Jetzt musst du bedenken, dass die zweite Maschine von oben noch gar nicht läuft, weil das Erz da schon wieder keinen Bock mehr drauf hat. Das ist ja nicht Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Aber es geht. So, jetzt müssen wir. Jetzt ist das Einzige, wo das Problem noch ist. Ach, das ist jetzt zwar ungern, ne? Aber eigentlich müsstest du die blaue Maschine auf Präferenz setzen, aber egal. Weil du Ja. willst, du hast ja eigentlich das Problem Silikon, aber dann müsste man irgendwie auch schaffen, dass die braune Maschine halt präferiert irgendwie durchkommt. Ja. Weil du ja eigentlich die Maschinen mit Silikon als wichtigstes siehst, oder nicht? Wegen Glas aktuell noch, oder nicht? Ja. Ja, müssen wir. Ah, ich weiß nicht, wie sieht das jetzt aus hier mit Glas? Kommt, ist das jetzt hier unten, hier oben mal langsam vollgelaufen? Nee, das Band ist immer noch nicht voll. Es läuft halt kein Glas durch. Ja, das sollte jetzt aber irgendwann dann, wenn mal Titanium durch ist und die Forschung beim Glas da ankommt, sollte es ja besser werden. Ja gut, aber solange wie halt kein Glas da ankommt, geht die Forschung gar nicht weiter. So, ihr beide mal einfach abgestellt. Hier mal auf Abriss gestellt und dann hoffen wir mal, dass dadurch jetzt das Glas hier durchkommt. Ich meine, gut, wie viel ist Powder Metallurgy eine Vorforschung? Ja, ist eine Vorforschung für Glas, verdammt. Ich glaube, das, was wir drin haben, brauchen wir jetzt in Anführungsstrichen alles immer. Naja, leider. Ja, scheitert hier unten halt an Glas. Schlecht. Absolut schlecht. Dafür füllt sich die Kupferkiste inzwischen mal wieder. Ja, weil wir kein Glas haben. Ansonsten würde sich die ganze Geschichte hier wahrscheinlich anders ausgehen. Kann man Glas noch irgendwo anders draus herstellen? Nicht, dass ich es wüsste bisher. Aus Molkenglas, ja, das machen wir schon. Ne, machen wir nicht. Aus Molkenglas und Molkenblei. Molkenglas, Molkenzinn und Nitrogen. Wolkenglas ist aber auch aus Silikon.
Ja. Glasmixtur, Silkenleim, Aluminasilkenleim. Warte mal, Alumina? Hat man nicht hier irgendein. Ne, das war auch Sodiumhydroxid, ne? Das hier unten ist doch Alumina, ne? Ist das das? Ist das nicht das hier? Aluminat, das Zeug hinten bei Aluminium, ja. Keine Ahnung, was du gerade gepinkt hast. Wahrscheinlich so ein Aluminar oder Aluminium. Aluminat ist das, was du gepinkt hast, ja. Das heißt, mit dem Zeug könnten wir das dann sogar noch weiter strecken. Aber dafür haben wir die Forschung noch nicht, oder doch? Auf einmal. Nee, haben wir nicht. Noch nicht. Ist schon kacke. Gut, dann würde ich aber sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.